Sternzeit 57538,9. Die Cerritos arbeitet gemeinsam mit der USS Merced am Abtransport eines uralten Generationenschiffs, das aufgrund eines unbekannten Unglücks nie an sein Ziel gelangt ist. Die Crew treibt seit Jahrhunderten mumifiziert in deaktivierten Kryokammern durch sein. Die kostbarste Fracht sind geheimnisvolle Behälter mit molekularer Emulsion, die Leben aus anorganischem Material erzeugen kann. Sie wollten damit wohl auf einem toten Planeten eine bewohnbare Umgebung erschaffen und sie zu ihrer Heimat machen. Die Merced wird dafür sorgen, dass das Generationenschiff während des Transports nicht beschädigt wird. Und ich erwarte von Ihnen allen die vollste Unterstützung. Captain Durango und ich haben vor langer Zeit gemeinsam auf der Helion gelebt. Und es ist mir eine unheimliche Freude, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Haben Sie Schlafen zu Pinseln? Nein, ich habe gut geschlafen. Sogar zu gut. Die Sternenflotte glaubt, dass das Schiff mit einzigartiger Terraforming-Technologie ausgerüstet ist, einer Elementarimulsion, die tote Materie in ein lebendiges Ökosystem umwandeln kann. Das macht das Abschleppen zu einer heiklen Prozedur, denn selbst die geringste Abweichung bei der Traktorstrahlstabilisierung könnte zu wohl... Oh, es tut mir echt so unglaublich leid, aber es sind einfach zu viele Informationen. Ich verstehe gar nicht, warum Sie alle nicht gehen müssen. Der Crew scheint sich der besonderen Tragweite dieser Unternehmung nicht sehr bewusst zu sein, Captain. Ich versichere Ihnen, dass meine Leute die Besten der ganzen Flotte sind. Sie sind kompetent, aufgeweckt und... Gott, Mariner! Ich versuche ja schon, es zu unterdrücken! Bringe ich das Militärgericht und schieße dich direkt aus der Luftschleuse. Cool, dann lebe lang und in Frieden. Sparte diesen sarkastischen Vulkanier. Captain, hier sind die Sensordaten, die Sie haben wollen. Ach so, ja, die Sensordaten. Oh, entschuldigen Sie, Jack Ensign Mariner schafft mich einfach. Oh, so langsam habe ich das Gefühl, dass sie die ganze Nacht wach bleibt, um sich zu überlegen, wie sie mich ärgern kann. Wieso haben Sie sie ohnehin nicht schon vom Schiff geworfen? Aber was steht es mir zu Ihrem Motiv in Frage zu stellen? Wenn Sie Konflikte vermeiden möchten, dann sollten Sie mindestens auch dazu teilen. Dann helfen Sie das von Ihnen, nicht von Ihnen. Wir könnten ihr natürlich auch die miesesten Aufgaben auf diesem Schiff zuweisen. Auf diese Weise käme nämlich die Idee, sich versetzen zu lassen von ihr und nicht von mir. Brillanter Plan. Genau deshalb sind Sie der Captain. Aufgabenverteilungszeit, Hachi-Machi. Ich habe Einigungsdienst im Konferenzraum. Nimm das! Soweit ich weiß, ist das voll lärm und definitiv kein rumtanzenswerter Job. Da sind all die Führungsoffiziere zugange. Außerdem haben sie die viel besseren Replikatoren als wir und manchmal darf man auch mit ihnen essen. Sie kriegen genau das gleiche Essen. Nein, überhaupt nicht. Die kriegen dann Gnocchi und Kartoffelpü. Ach, ist doch Schnurz, das Essen ist gut, okay? Mann, ich muss die Energieschwankungen im Traktorstrahl prüfen. Ich wollte die